drei Kombi. Ja. So, wo sind wir? Hä? Wo sind? Seven Stock. Wie ist es? Schon geil. So. Sicherlich der spannendste Part für unsere Follower auf unserem Kanal, Seven Stock. Alles, glaube alles hier ist alles für Mazda-Fans den ganzen Tag. Weil hier stehen auch MX-5, direkt einer einladend am Eingang. Also ich glaube, das wird ganz geil. Also kannst du auf jeden Fall Siebener-Show, kannst du Klo runterspülen. Jo! Das weiß ich jetzt schon. Jo, ich bin 2 Minuten hier, Siebener-Show, kannst du wirklich Klo runterspülen. 2 Minuten hier und das, ja. Und das 6 cm Hörnchen steht. Ja. Boah! Dreh doch einfach mal die Kamera. Mich, das interessiert keinen Scheiß. Aber Klima hat er noch drin. Ich kacke mich. Juma. Die Prioritäten, ne? So, wunderschönen guten Tag. Vorletzter Tag in Amerika. Und ja, ich sag mal, jeder wusste ja mitunter, warum wir unseren Trip so verlegt haben. Wir haben es, glaube ich, auch in mehreren Videos angekündigt, weil Seven Stock hat sich halt verschoben. Und ich glaube, so für Mazda-Menschen kommt man hier schon ziemlich auf seine Kosten. Also schon Endstufen, ne? Ja, und ich habe gesagt, wir nehmen euch mal ein bisschen mit. Von daher, wir werden, ich sag's jetzt schon, nur Momentaufnahmen bekommen, weil auf dem Gelände ist sehr viel Bewegung. Also man sieht immer wieder Autos raus und reinfahren, dann steht wieder da eins und da eins und da eins. Aber ich denke, wir können mal ein bisschen durchlaufen, ein bisschen gucken. Also allein, wenn man sich mal so anschaut, was wir so an FDs haben, dann ist es halt schon eine relativ klasse Nummer. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Wankel auf einem Haufen gesehen. Da hinten war ein freisender Garage. Also, das ist schon echt krass. Und ja, also es gibt auch MX-5 zum Beispiel, ne? Das ist auch eine Aufgabe. Aber den einen haben wir gestern gesehen auf dem Treffen auch. So, dann biegen wir hier mal ein bisschen was ab. Das ist, glaube ich, der Vierscheibenwankel, der läuft. So, laufen wir die Reihe mit den X8 hier ab. Die, die es nicht wissen, letztes von Mazda gebaute Auto mit Wankelmotor als Antriebsmotor direkt, sprich um Räder anzutreiben. Seit kurzem gibt es ja den MX30 mit dem Range Extender Einscheibenwankel. Das ist natürlich jetzt das neueste Wankelding. Aber jo. Der X8 war der letzte. Was jetzt hier interessant ist, viele haben hier so andere Ansaugungen verbaut, sind noch die originalen Saugmotoren. Der X8 war ja ein Sauger, kein Turbo wie so ein RX-7. Hier sieht man jetzt, dieses lange Rohr ist einfach nur eine Ansaugung von AEM, gibt es auch in Deutschland zu bekommen. Und hier sehen wir, aha, da ist ja was mit Turbo. Das ist aber nicht mehr der originale RX-8 Motor, hier haben wir einen RX-7 FD Motor mit schwerem Ladung. Hier auch ein Highlight, Motorraum extrem sauber,
extrem clean, also keine unnötigen Kabel. Diese Lampenkabelbäume, die normalerweise hier innen lang laufen würden, sind höchstwahrscheinlich unter die Kotflügel gelegt, um einfach nochmal eine saubere Optik zu fahren. Ja, also hier ist auf jeden Fall einer zu Hause. Dann vom LX8 gab es den 4-Facelift, die sieht man hier, die ganze Reihe mit verschiedenen Lippen dran. Hier der rote hat zum Mazda Speed Frontstoßstange, aber sonst ist es immer das 4-Facelift. Und hier drüben die LX8, hier sind auf jeden Fall mal zumindest in die Heckpartie und die Frontpartie da alles passend, sind das nämlich Facelift-Varianten. Hat sich am Motor tatsächlich technisch ein bisschen was getan, da gehe ich jetzt aber gar nicht mal so in die Details, aber man sieht hier der weiße, dieser weiße, der rote, das ist alles Facelift. War in Deutschland super selten, gab es in Deutschland auch nur in so einer R3-Ausstattung. Das war so in Europa das Maximum, aber in Deutschland die einzige Variante, die es gab, mit so Recaro-Sitzen. Sieht man hier, das müssen wir wissen, das. Ja, die sind auf jeden Fall nachgeledert, aber die Sitze waren original in Autos drin. So eine Recaro-Ausstattung, hier in dem weißen sieht man sie auch. Jo. Gucken wir, was wir noch so finden. Das ist halt mein Thema, ne? Da kann ich richtig viel jetzt schwätzen. So, auch hier wieder ein Sauger mit so einem vermutlich AEM-Intake, ich kann es nicht sagen. So einen richtig krassen LX8, also der eine mit dem FD-Motor, der war bestimmt spannend. Aber so einen krassen, so irgendwie so einen Dreischreiber drin oder so, habe ich noch nicht gesehen, wo jetzt irgendwie, wenn man jetzt die LX7 Autos vergleicht, irgendwo was Krasses an Motor beim LX8 sieht. Sieht überall dieses Intake. Hier wieder ein Facelift und R3. Hier auch R3 mit so einer Racing Beat Ansaugung. Hier sind die genannten Recaro Sportsitze zu sehen. Immer serienmäßig bei den Dingern. Hier komplett originale Ansaugung. Hier sieht man das, was ich mit dem Kabelbaum meinte. Hier ist noch originaler Lampenkabelbaum mit originaler so Dämmmaterial. Das hat dieser schicke weiße mit dem FD-Motor drin schon nicht mehr gehabt. Jo, ich denke mal, dass das LX8-Thema nicht das Allerspannendste hier ist. Die Autos sind cool, keine Frage, die fahren sehr gut. Ist halt jetzt nichts wirklich Krasses hier mit dabei. Schauen wir mal. So, dann gucken wir weiter drüben. Ich muss erstmal gucken, wo ich den Jan verloren habe. Dass wir nicht den gleichen Quatsch überall filmen. Klassiker, Alarmanlage. Das sind schöne Geräusche, die man hört. Schöne Bridgeport am Laufen. Gucken wir mal. Also wie gesagt, hier steht so viel krasses Zeug. Das ist echt unnormal. Also so 3 Scheiben, 4 Scheiben, FD-Drift-Autos. So, einfach so ein Motor da ausgestellt. Da steht so ein super krasser Twin-Turbo FD. So, gehen wir jetzt hier mit euch ab. Endlevel krank. Also, kann es jedem echt nur empfehlen, der Bock auf Mazdas hat. FC, dann hier RX8 Rennwagen, SA Rennwagen, FC White Body. Weil einer nicht langt, haben wir direkt 2. Ne? Nicht einer der absoluten Showstopper hier, der Kollege hier auch. Gehen wir auch gleich noch ein bisschen drauf ein, holen vielleicht der Wankelheinrich dazu und den Waldjackel. Den habe ich komplett verpasst. Wunderschönes Auto. Ich bin mehr in den alten RX2, RX3, wie in den ach so modernen. Was ich noch cooler finde. Ich muss auch sagen, also den Datsun auch Rotary swapped. Also. Das ist hier echt eine andere Liga, also muss man einfach ganz klar sagen. Also RX2, 4-Türer auch, Big Boost. So, und da geht's weiter. Es ist super schwierig, alles in den Kasten zu bekommen, weil es einfach so viele Autos sind.
Das ist einfach ein kompletter Repu, geswappt auf RX8 Technik. So, und dann hast du hier diese ganzen Wankel-Pickups. Auch super selten. Ich habe schon zwei, drei Mal gehört, dass die Leute gesagt haben, glaube ich, heute sind alle hier, das Ganze aus Amerika. Ist sicherlich etwas übertrieben, aber das ist schon krass. Siehst du Autos, die würdest du in Deutschland never, ever, ever sehen. We'll be right back.
Sag was.